Kubota, kümmern Sie sich bitte darum. Jawohl. Ich, Karuto Kubota, bin das perfekte Beispiel für das, was man einen Firmensklaven nennt. Ich arbeite seit 3 Jahren in dieser Firma und es ist bis jetzt nicht einmal vorgekommen, dass ich pünktlich nach Hause gekommen bin. Heutzutage kann ich nur noch fragen, ob ich den letzten Zug erwischen kann. Ich gebe alles, aber hier macht es wirklich keinen Sinn. Das hier ist eine in alten Zeiten hängende Firma. Heißt, der Erfolg in der Firma hängt von dem Alter und der Position in der Firma ab. Ich meine, sicherlich wird sich die harte Arbeit irgendwann lohnen. Sicherlich wird irgendwann jemand erkennen, wie viel ich für das Unternehmen tue. Das dachte ich anfangs auch, aber es stellte sich als Traumvorstellung raus. Am nächsten Tag. Dieses Dokument wurde mir nicht zugewiesen. Ja, es ist eines von meinen. Gibt es ein Problem damit? Ich meine, sollte ich das nicht? Das ist seltsam. Nein, ist es nicht. Seniorität. Gewöhnen Sie sich daran. Außerdem scheint der Kunde, für den Sie die letzten 2 Jahre zuständig waren, in letzter Zeit zufrieden zu sein. Ja, ich darf endlich etwas größere Geschäfte anstreben. Ich übernehme diesen Kunden. Übernehme meine Kunden, mit denen ich Probleme habe. Niemals. Auch wenn Sie mein Vorgesetzter sind, kann ich das nicht zulassen. Sind Sie sich da sicher? Als Vorgesetzter kann ich Ihnen in der Jahresevaluierung einen schlechten Score geben und dann war's das mit Ihrer Beförderung. Hören Sie auf mich und tun Sie, was ich Ihnen sage. Ich kann das nicht glauben. Am Ende wurde mir der wertvolle Kunde, zu dem ich eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut hatte, gewaltsam weggenommen. Wenn er sowas weiterhin durchzieht, sehe ich keinen Grund, weiterhin hier zu bleiben. Ich habe bis jetzt stillschweigend zugesehen, aber jetzt reicht es mir. Ich habe am gleichen Tag meine Kündigung eingereicht. Eine Woche später. Hey, kündigst du wirklich? Richtig, ich höre auf. Dank dir sehe ich keinen Grund mehr zu bleiben. Ist das so? Weißt du, nur weil du gehst, wird die Welt nicht funkeln. Du wirst das bereuen, weißt du? Ich werde noch irre, wenn ich bleibe, also alles gut. Naja, wenn ich es sage, ist es nicht wirklich gut, noch keinen Job in den Fingern zu haben. Ich habe für nächste Woche ein letztes Vorstellungsgespräch geplant. Hoffentlich klappt das dann alles. Eine Woche später. Das Unternehmen ist in der gleichen Branche wie meine alte und ich habe mich informiert. Ich habe in den ersten beiden Runden gut abgeschnitten und wenn ich es weitermache, sollte ich bestehen. Wenn ich darüber nachdenke, die Geschäftsführerin hier, hat sie nicht denselben Namen wie meine Senpai aus dem Minijob, den ich mal hatte? Naja, das kann nicht die gleiche Person sein. Dieser Senpai hatte blondes Haar und wirkte wie eine harte Otaku. Auf dem Bild der Geschäftsführerin hatte sie schwarze Haare und sieht so aus, als ob sie einen guten Job macht. Aber trotz ihres Aussehens war sie damals auch wirklich gut in ihrem Job. Mr. Kubota, wir sind bereit. Alles klar, ich danke Ihnen. Unser CEO wartet alleine auf Sie, also gehen Sie bitte rein. Ist notiert, ich danke Ihnen. Selbst wenn es sich um ein Interview mit der CEO handelt, ist es ziemlich selten, dass man alleine interviewt wird. Hallo. Hallo, bitte setzen Sie sich. Es ist definitiv eine andere Person. Sie sehen sich ähnlich, aber die Ausstrahlung ist komplett anders. Ja, natürlich. Dann starten wir mal das Interview. Zunächst einmal, was ist Ihr erster Eindruck von mir? Was soll diese Frage? Die Frage, welchen Eindruck haben Sie von diesem Unternehmen, habe ich schon oft gestellt bekommen, aber dass ich nach einem Eindruck von der CEO gefragt werde, ist noch nicht passiert. Ich habe Ihren Namen und Ihr Bild auf Ihrer Website gesehen und hatte den Eindruck, dass Sie sehr intelligent sind und einen guten Job machen. Die Frage kam aus dem heiteren Himmel. Ich habe keine Ahnung, ob meine Antwort richtig oder falsch ist. Ich verstehe. Sie sagen also, dass ich dumm aussehe? Sorry, so war das überhaupt nicht gemeint. Sieht so aus, als würde ich es nicht schaffen. Nun, machen wir erstmal mit der nächsten Frage weiter. Was ist dir lieber, jemand, der älter oder jünger ist als du? Was sind das bitte für Fragen?
Wenn ich wählen müsste, würde ich sagen, jemand Älteres. Aber ich schaue eher auf die Person als auf das Alter. Verstehe. Erinnerst du dich an einen bestimmten Senior aus einem Minijob? Minijob? Das habe ich in meinem Lebenslauf nirgends erwähnt. Könnte sie wirklich? Diese Fragen sind echt seltsam. Und wenn sie wirklich mein Senpai ist und versucht mich zu ärgern, kommen wir vielleicht nie zu einem eigentlichen Vorstellungsgespräch, wenn ich einfach so weitermache. Aber wenn ich was falsch mache, wird sie mich für eine seltsame Person halten und ich werde das Vorstellungsgespräch wirklich nicht bestehen. Ja, ich würde sie nicht als meinen Senioren bezeichnen, aber ich erinnere mich an meinen Filialienleiter aus dem Job. Wenn ich in einer arbeitsreichen Zeit um eine Pause bat, weil ich eine Prüfung vor mir hatte, erlaubte er sie mir ohne Probleme. Er war ein wirklich freundlicher Mensch, der mir immer half, wenn ich mit Fragen zu ihm kam. Deshalb hat er bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen, als jemanden, den ich zutiefst bewundere. Und ich habe immer gedacht, dass ich später einmal so sein möchte wie er. Herr Kojima war wirklich großartig. Mr. Kojima? Die Tatsache, dass sie seinen Namen kennt, sie ist wirklich meine Senpai. Du erinnerst dich nicht zufällig an den superschönen Senpai, der sich die ganze Zeit um dich gekümmert hat? Ich hab schon verstanden. Könntest du also bitte aufhören? Wenn es sein muss, ja. Aber es ist deine Schuld, dass du es nicht bemerkt hast. Hast du dir die Homepage der Firma genau angeschaut? Du hättest es merken müssen. Ich meine, du hast eine ganz andere Ausstrahlung als damals. Ich dachte, du wärst vielleicht jemand anderes mit genau demselben Namen. Also zwischen mir und der Highschool und jetzt. Welcher ist eher dein Typ? Kein Kommentar. Richtig, du bist raus. Warte einen Moment. Wir sind am Ende dieses Gesprächs angelangt. Gibt es noch etwas hinzuzufügen? Ich finde, du bist noch schöner und charismatischer geworden als vorher. Sehr gut, du hast bestanden. Warte, ist das nicht komisch? Das ist kein Problem. Ich bin schließlich die Geschäftsführerin. Ich meine, du hast recht, aber... Außerdem hast du die erste und zweite Runde allein bestanden, also ist das in Ordnung. Die Person, die das zweite Gespräch geführt hat, wird ein direkter Vorgesetzter sein. Wenn er dich durchkommen lässt, hat er keine Probleme mit deiner Personalität. Das Gespräch mit dem Geschäftsführer dient im Grunde nur dazu, dass du dem Verantwortlichen dein Gesicht zeigen kannst. Ich verstehe, ich danke dir. Kein Problem. Aber da du schon da bist, habe ich noch ein paar Fragen. Aber ich habe nicht schon bestanden? Hast du danach Zeit? Fragst du mich das als meine ehemalige Senpai oder als mein zukünftiger Geschäftsführer? Eine Frage mit einer anderen Frage zu beantworten, ist ein Rezept zum Scheitern. Ich habe doch schon bestanden, oder? Naja, ich habe aber Zeit. Dann lass uns was trinken gehen. Das hatte ich sowieso vor und es ist schon ziemlich spät. Du bist so aufdringlich wie immer. Von dort aus gingen wir in eine naheliegende Bar und schwelgten in Erinnerung an die alten Zeiten. Wir haben ziemlich viel getrunken. Es wird Zeit, dass wir Feierabend machen. Du hast recht. Oh, Kuroto, pass auf, dass die Leute nicht erfahren, dass ich deine Senpai war. Ich werde dich auch mit deinem Nachnamen anreden. Natürlich, Orimine-san. Vielleicht höre ich das wirklich nicht gerne von dir. Warum eigentlich? Ich meine, es ist fast so, als ob du dich über mich lustig machen würdest. Du bist meine Vorgesetzte, also gewöhn dich dran. Ich schätze, ich habe keine Wahl. Nun, du kannst mich einfach so nennen, wie du es normalerweise tun würdest, wenn wir zu zweit sind. Nein, danke. Ich werde dich Frau Horimine nennen, damit ich vor den anderen keinen Fehler mache. Das ist schade. Aber wenn man es merkt, würde es uns beiden nicht gut tun. Du hast recht, aber trotzdem. Normalerweise ist sie so direkt, aber sie so um den heißen Brei herumreden zu sehen, nachdem sie was getrunken hat, ist irgendwie süß. Also gut, ich werde dich anders nennen, wenn wir alleine sind. Gut, wie ich es mir dachte, Kuruto. Du verstehst mich. Ich muss einfach beim Arbeiten vorsichtiger sein. Naja, wir werden ja nicht so oft alleine sein. Ich werde sie wahrscheinlich sowieso die meiste Zeit mit CEO ansprechen. Zumindest dachte ich das. Ein Monat, nachdem ich neu angefangen habe. Oh, ich habe eine SMS bekommen. Wir sehen uns heute Abend.
Wir treffen uns letzter Zeit irgendwie jeden Freitag. Ich meine, ich habe nichts dagegen, ich habe auch Spaß, also geht das klar. Mit dem Gedanken mache ich mich auf den Weg zu der Bar, in der wir uns jede Woche trafen. Willkommen! Oh, Kuroto, hier bin ich. Du bist wie immer zu früh dran. Stimmt, der Freitag ist der Grund, warum ich unter der Woche so hart arbeite. Ich trinke nicht allein, also alles supi. Ach so, ja, du trinkst ziemlich viel, wenn wir zu zweit sind, also dachte ich, du bist es gewohnt, alleine zu trinken. Hm? Ich trinke nur, wenn ich mit dir zusammen bin. Und ich lade dich nicht ein, weil ich trinken will, sondern weil ich mit dir reden will. Was? Wie bitte? Was hast du gesagt? Hm? Überhaupt nichts. Habe ich sie wütend gemacht? Danach tranken wir wie üblich etwa eine Stunde lang zusammen. Horimine, glaubst du, dass du nicht heute etwas zu viel trinkst? Es ist deine Schuld, weil du so ein Idiot bist. Hm? Was? Ich? Ja, obwohl wir damals zusammen gearbeitet haben. Horimine, du hörst bald auf, um für deine Prüfung zu lernen, richtig? Ja, ich muss es ernst nehmen, wenn ich nicht rausfliegen will. Ja, das stimmt. Viel Glück bei deinen Prüfungen. Danke. Wenn ich an der Uni angenommen werde, willst du mein Freund werden? Wenn du mir das versprichst, werde ich mich wirklich anstrengen. Natürlich gehe ich mit dir aus, wenn du das willst. Hm? Wirklich? Klar, für die Aufnahmeprüfung zu lernen scheint ziemlich stressig zu sein. Es macht mir nichts aus, mit dir Karaoke zu singen oder shoppen zu gehen, wenn es vorbei ist. Wir können tun, was du willst. Vergiss es, Idiot. Hä? Warum? Ich werde nur wieder sauer, wenn ich daran denke. Wovon redest du bitte? Ich erinnere mich nur daran, dass ich ständig von dir gehänselt wurde. Selbst schuld, du hast es mir einfach gemacht. Hm? Bin ich so ein Mensch? Ja, genau. Es ist schon lange her, aber dieser Teil von dir ist gleich geblieben. Vielleicht ist das der Grund, warum mir in der alten Firma alle Fortschritte von meinem Vorgesetzten geklaut wurde. Ich schätze, ich bin, warum auch immer, leicht zu schikanieren. Oh, sorry. Deshalb hast du also den Job gewechselt. Ja, ich habe bei dem Interview einen anderen Grund genannt, aber das war der wahre Grund. Ich verstehe. Du hattest es wirklich schwer. Ich möchte nur sagen, dass ich nie die Absicht hatte, dich bloßzustellen oder so. Ich mache das nur, weil ich dich mag. Das ist gut zu wissen. Sie kann einen wirklich falsche Hoffnungen machen, wenn sie so etwas sagt. Aber dein Vorgesetzter verdient wirklich eine Strafe. Ich werde dir helfen, wenn du dich rächen willst. Diese Frau sagt so leicht wirklich kontroverse Dinge. Ich meine, das habe ich früher auch schon so empfunden, aber derjenige, der jetzt für meine Arbeit zuständig ist, ist ein guter Mensch und es ist sowieso ein bisschen spät, um eine Rache zu denken. Verstehe, freut mich, das zu hören. Und der Typ in deiner früheren Firma wird von dem Karma noch ordentlich eingeheizt bekommen. Ich schätze, du hast recht. Und wie sehr du damals gelitten hast, ist nur ein Spiegelbild der Belohnung, die du ernten wirst. Das stimmt, danke dir. Dieser Teil von ihr hat sich auch nicht verändert. Sie ist immer noch so nett wie damals in der Highschool. Jetzt, wo du nicht mehr mit dem ganzen Arbeitsstress zu kämpfen hast, ist es da nicht an der Zeit, dass du dir eine Freundin suchst? Du hattest keine in deiner vorherigen Firma, richtig? Nun, nein. Ich kann nicht einfach mit den Fingern schnipsen und es kommt eine von Himmel geflogen. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich könnte deine Freundin werden. Warum nicht? Dein Glas ist leer. Was willst du trinken? Hörst du mir zu? Ich nehme einen Highball. Ich bin ganz Ohr. Entschuldigung, 2 Highballs bitte. 2 Highballs, komm sofort. Ich nehme diese leeren Gläser. Hey, hör mir gut zu. Mach ich. Sie ist schon betrunken. Die restliche Stunde, die wir dort waren, hat sie mir immer wieder gesagt, wie sehr sie mich mag. Horimine, wir müssen nach Hause gehen. Hm? Kannst du den Taxifahrer deine Adresse sagen? So geht das nicht. Aber ich weiß auch nicht, wo ihre Wohnung ist. Und ich will nicht ohne ihre Erlaubnis in ihre Brieftasche schauen. Ich brachte Horimine schließlich zurück in meine Wohnung. Hm?
sind wir? Hä? Warum schlafe ich auf dem Bett? Kann es sein... Oh, Horimina, du bist wach? Geht es dir gut? Du warst gestern Abend ziemlich betrunken. Ja, mir geht es gut. Das ist gut so. Hm? Ich danke dir, ich hole mir was. Ja gut, dann komm zu mir ins Wohnzimmer, nachdem du dir dein Gesicht gewaschen hast. Er verhält sich nicht anders, aber ich fühle mich ein wenig unwohl. Danke für das Essen. Ich hoffe, es schmeckt dir. Oh, es ist lecker. Das freut mich. Kuruto? Es tut mir leid, dass ich gestern Abend umgefallen bin. Ach, das macht doch nichts. Aber du hast auch was falsch gemacht. Warum hast du mir keine Antwort auf mein Geständnis gegeben? Du meinst, das war kein Scherz? Du dachtest, ich scherze? Wer würde über so etwas Witze machen? Aber als du damals den Teilzeitjob gekündigt hast, hast du da nicht genau das getan? Das war auch ein Geständnis, verdammt nochmal! Hä? Wirklich? Ja, du bist wirklich ein Idiot. Aber ich verstehe nicht, warum du jemanden wie mich mögen solltest. Das habe ich dasselbe empfunden, aber im Moment bist du der CEO und ich bin nur ein einfacher Angestellter. Wir sind überhaupt nicht auf dem gleichen Level. Das will ich sowieso nicht. Ich mochte dich schon immer wegen deines guten Herzens und der Tatsache, dass du so leicht zu necken bist. Ich verstehe. Darf ich dir dann meine ehrliche Antwort geben? Ja, ich bitte drum. Ich bin in dich verknallt, seit ich ein Schüler war. Ich liebe dein Selbstvertrauen, deine unkomplizierte Art und wie du es immer schaffst, die Menschen um dich herum zusammenzubringen. Das hat sich nicht geändert, als ich erfuhr, dass du mein Chef bist. Ich mag dich mehr als je zuvor. Gehst du mit mir aus? Das hättest du schon alles vor Jahren sagen sollen. Das tut mir leid. Aber ich werde dir verzeihen, weil du mir diesmal endlich eine richtige Antwort gegeben hast. Lass uns noch enger zusammenkommen, Kuruto. Ich verspreche, dich glücklich zu machen, Rayon. Damals hat es nicht geklappt, aber ich bin sicher, dass mit unserer Bemühung dieses Mal alles gut gehen wird. Später. Ich hatte diesen Kunden nicht schon mal? Ach so, das ist also der Kunde, der Ihnen bei Ihrer vorherigen Firma weggenommen wurde. Offensichtlich war die zuständige Person unfähig und so hatten Sie keine andere Wahl, als sich an uns zu wenden. Sie sollten sich inzwischen an unsere Arbeitsweise gewöhnt haben. Willst du es mit Ihnen aufnehmen? Sie wären wahrscheinlich auch froh darüber. Natürlich nur, wenn Sie damit einverstanden sind. Gerüchten zufolge ist dieser Kunde nicht der einzige, den er nicht behalten konnte. Anscheinend hat man herausgefunden, dass er mich dazu gebracht hat, den Großteil seiner Arbeit zu erledigen. Am Ende wurde er entlassen und ich erhielt eine Anfrage, ob ich zurückkehren wolle. Das habe ich natürlich abgelehnt, um in Ryans Firma zu bleiben. Yusei, hey, großer Bruder! Es ist morgen, Zeit aufzustehen. Oh, bist du wach? Hey, guten Morgen, Sai. Ich liebe dich, Yusei. Das ist eine neue Art, auf guten Morgen zu antworten. Nicht ganz. Ich erkläre dir meine Liebe. Träume ich? Oh Mann, denkt mein Bruder in seinen Träumen an mich? Dann sind unsere Gefühle gegenseitig. Das ist perfekt. Wir sollten es Mama und Papa sofort sagen. Sie wissen, dass wir beide wunderbar zusammenpassen. Nicht so schnell. Es ist zu früh für solche Scherze, Sai. Aber das meine ich ernst. Okay, aber wir sind Geschwister. Stiefgeschwister, um genau zu sein. Es gibt kein Gesetz, das uns daran hindert, zu heiraten. Wir sind nicht blutsverwandt. Oh, du bist so witzig. Und ich hab dir gerade gesagt, dass ich keine Witze mache. Wie kam es hierzu? Willst du wissen, warum ich in dich verliebt bin? Oder warum ich diese Liebe zu dir erklärt habe? Beides, aber vor allem das Letztere. Es ist so plötzlich. Weil mein Bruder, der sich nur für Anime und Manga interessiert, eine Freundin haben will. Warte, wie bitte nochmal? In letzter Zeit redest du nur noch davon, dass du eine Freundin willst. Das ist ein Zeichen, dass meine Zeit gekommen ist. Habe ich wirklich gesagt, dass ich eine Freundin will? Ja, das habe ich, während du gegessen hast und YouTube geschaut hast.
Ist das dein Ernst? Ja, nun zu deiner Antwort, verehrtester Bruder. Du hast 4 Möglichkeiten. Erstens ja, zweitens ich liebe dich, drittens ich werde dich glücklich machen, viertens bitte heirate mich. Sie führen alle zum gleichen Ergebnis. Hast du mich? Nein, tu ich nicht. Was ist dann das Problem? Du bist meine kleine Schwester? Ich bin seit fast 10 Jahren deine Schwester. Ist es nicht an der Zeit, dass ich zu deiner Familie oder Verlobten werde? Und wenn ich dich abweise? Ich sterbe. Was ist mit Wein? Ich sterbe an dem Schock. Ich glaube nicht, dass die Dinge, die du sagst, das bedeuten, was du denkst. Oh, Mist, ich komme zu spät. Wir reden später weiter. Du kommst auch noch zu spät. Dann lass uns zusammen gehen. Lass mich in Ruhe. Hätte nicht gedacht, dass der heutige Tag damit beginnt, dass mir meine Schwester einen Antrag macht. Passiert sowas auch mit anderen Leuten? Was murmelst du da vor dich hin? Oh, guten Morgen, Nao. Guten Morgen, Yusei. Also, was gibt's? Familienstuff. Also kann ich nicht wirklich etwas sagen. Oh, okay. Wie auch immer, hast du die gestrige Folge gesehen? Ja, die Kampfszene war krass und die Animation war so gut. Nao und ich sind im selben Manga-Club und geschätzte Otaku-Freunde. Wir haben viel gemeinsam, von den Lieblingsgenres bis zu den Lieblingsfiguren. Wir tauschen praktisch jeden Tag Gedanken über unsere Lieblingsserien aus. Ihr zwei kommt wirklich gut miteinander aus. Ich sag dir immer wieder, dass es nichts gibt, worauf du eifersüchtig sein müsstest. Kommt einfach zusammen. Kümmer dich um deinen Kram. Oh, das war hart. Naja, wir sehen uns im Unterricht, Yusei. Bis später. Unglaublich, dass er jeden Morgen versucht, Wingman zu spielen. Er kriegt echt nicht genug, oder? Weißt du, Yusei... Was gibt es? Wollen wir zusammen sein? So richtig? Wo kommt das denn her? Du hast in letzter Zeit davon gesprochen, dass du eine Freundin haben möchtest. Ist das ein Déjà-vu? Was meinst du damit? Tut mir leid, ich rede mit mir selbst. Nun denn, es ist an der Zeit, dass du antwortest. Sagst du ja? Lass mich fragen, bitte geh mit mir aus. Wann soll ich deine Eltern kennenlernen? Oder still, lass uns einander umarmen und küssen. Das sind deine 4 Möglichkeiten. Auch diese Optionen führen zum gleichen Ergebnis. Was meinst du mit auch? Das ist das erste Mal, dass ich dich frage. Was geht hier ab? Gibt es einen Glitch oder so? Yusei, hast du mich? Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, ich mag dich. Wo liegt dann das Problem? Wir sind Freunde. Und weiter? Können wir nicht mehr als Freunde sein? Das ist nicht das, was ich meine. Sagen wir, ich würde dich abweisen. Ich würde sterben. Du würdest nicht weinen? Ich würde an dem Schock sterben. Ist das jetzt ein Ding? Ich werde mich mit der Antwort noch zurückhalten. Was? Diese Möglichkeit habe ich dir nicht gegeben. Tut mir leid. Rennst du ernsthaft weg? Es tut mir wirklich leid. Mein Gott, du bist so blöd. Yusei ist heute auch mit Nao zur Schule gekommen. Und er sagte, es sei ihm zu peinlich, mit mir zu gehen? Ich hatte keine Ahnung, dass Sae mich und Nao beobachtet hat. Was für ein Tag. Obwohl Sae als auch Nao wollten heute mit mir ausgehen. Und ich weiß auch warum. Ganz zu schweigen von den Bedingungen, die sie gestellt haben. Eine Antwort könnte katastrophal sein. Und das alles nur wegen dieser Liebeskomödie. Kürzlich habe ich ein Exemplar meines Lieblingsmangas Romcoms of Mutual Love gekauft. Wie der Titel schon sagt, geht es in dem Manga um Figuren, die sich nicht sicher sind, was die Person, die sie mögen, für sie empfindet, obwohl die Anziehung auf Gegenseitigkeit beruht. Es gibt eine Menge unbeholfener Flirts und Interaktion darin. Und das hat mich auf die Idee gebracht. Die Idee, eine Freundin zu wollen. Und ich habe es laut ausgesprochen. Was mir die Chance auf eine Beziehung eröffnete. Aber die Mädchen, die diese Chance nutzen, sind meine gute Freundin und meine Stiefschwester. Was soll ich nur tun? Denkst du über deine Antwort nach? Oh, du hast mich erschreckt.
Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Das verletzt meine Gefühle, weißt du? Ach, tut mir leid. Und was machst du da? Ernsthaft? Ich warte auf deine Antwort. Heute Morgen hast du mir gesagt, wir würden später weiterreden. Hast du dich entschieden? Wofür entschieden? Mein liebender Ehemann zu sein und mit mir eine glückliche Familie zu gründen. Nein, noch nicht. Dann beeil dich. Vielleicht werde ich ein Bad nehmen. Wie wäre es, wenn ich dir als deine zukünftige Frau den Rücken wasche? Wie wär's mit nein? Dann geh morgen mit mir auf ein Date. Ein Date? Übermorgen ist der Hochzeitstag von Mama und Papa. Also will ich ein Geschenk für sie besorgen. Oh, ich verstehe. Mann, du bist die perfekte Schwester. Beeil dich und geh mit mir aus, damit ich auch die perfekte Freundin sein kann. Was denkst du, was besser wäre? Ich glaube, Papa würde dieses Design mehr mögen. Dann lass es uns kaufen. Puh, endlich haben wir ihre Geschenke ausgesucht. Was machen wir jetzt? Gehen wir nicht nach Hause? Ich habe Mom und Dad gesagt, dass wir was essen gehen. Und wieso? Ich dachte, die beiden auch gerne, während sie essen, etwas Zeit zusammen verbringen würden. Wir können morgen zusammen essen und ihren Hochzeitstag als Familie feiern. Also müssen wir uns keine Sorgen um sie machen, wenn wir heute essen gehen wollen. Das ist wirklich rücksichtsvoll von dir. Ich wollte natürlich auch, dass wir zusammen essen. Nur wir beide. Oh, hey Yusei. Hey Nao, gehst du einkaufen? Ja, die Lightnovel ist heute im Angebot. Ach ja, stimmt. Tut mir leid, Sai. Kann ich im Buchladen vorbeischauen? Ja, klar. Oh, du bist mit deiner kleinen Schwester hier? Natürlich ist er das. Wir sind auf einem Date. Was soll das denn heißen? Genauso, wie es sich anhört. Das ist nicht, was ich meine. Yusei, habe ich dich nicht gestern um ein Date gebeten? Hast du mich ernsthaft abblitzen lassen, um dich mit einem anderen Mädchen zu treffen? Wie wäre eine Antwort? Warte mal, auch wenn es ein Date ist, ich bin nur mit meiner Schwester hier. Aber ich sehe dich nicht nur als meinen Bruder. Sei. Wichtiger ist noch, du hast immer noch nicht auf die Geständnisse von uns beiden geantwortet. Was ist denn hier los? Nun... Warte, du hast ihn um ein Date gebeten? Seid ihr nicht Geschwister? Genauer gesagt, wir sind Stiefgeschwister. Komm schon, Yusei, lass uns beim Date weitermachen. Ich vergebe dir das alles, also versprich mir, dass du für immer bei mir bleibst. Keine Bewegung! Ja, können wir dir helfen? Es war unser Schicksal, uns zu treffen. Vertiefe deine Beziehung zu mir, Yusei. Bitte halt dich zurück, mein Bruder hat eine Verabredung mit mir. Und wenn du von deinem lieben Bruder getrennt wärst? Ich habe einer bloßen Freundin von ihm nichts mehr zu sagen. Du Kleine! Du hast mich gehört. Beruhigt euch, ihr beiden. Yusei, verstehst du, wer die Schuld hat? Du meinst... ich? Ja, du. Es liegt daran, dass du keinem von uns eine klare Antwort gegeben hast. Es tut mir wirklich leid. Zwingen wir ihn zu einer Antwort. Einverstanden. Wen willst du nun, mich oder deine Schwester? Wow, wartet mal kurz. Wir sind fertig mit dem Warten. Oh, schau dir die Pinguine an. Könntest du ein wenig langsamer werden? Nö, ich habe mich wirklich auf das hier gefreut. Komm schon. Es ist schon ein paar Tage her, dass wir einkaufen waren und ich bin schon wieder mit Sai zusammen. Aber nicht, weil ich Sai als meine Freundin ausgewählt habe. Zwischen ihr und Nao war wieder ein Streit ausgebrochen. Mein Bruder ist ein Feigling, deshalb wird er uns nie antworten, wenn wir ihn zu sehr drängen. Da hast du recht. Nein, hat sie nicht. Deshalb wird er sich mit uns beiden verabreden. Dann wird er sich für einen von uns entscheiden. Je nachdem, welches Date mehr Spaß gemacht hat. Wie hört sich das an? Klar, und kein böses Blut zwischen uns. Abgemacht. Habe ich kein Mitspracherecht. Und deswegen muss ich mit beiden zusammen ausgehen. Das erste Date ist mit Sai. Kaum zu glauben, dass es das Aquarium noch gibt. Wann waren wir das letzte Mal hier? Ich glaube, das war kurz nachdem Dad wieder geheiratet hat. Wow, du hast dich erinnert. Wie könnte ich das vergessen? Wolltest du mich testen? Da bin ich wohl schuldig. Sehen wir uns die Delfinshow an. Es gibt keinen Grund zur Eile. Sie hauen schon nicht ab. Komm schon, beeil dich. Okay, okay. Jetzt verhält sie sich mehr wie ihr Alter. In dieser Richtung gibt es ein Tunnelaquarium. Ich will dorthin.
und danach besuchen wir die Haie. Du stehst ja richtig auf sowas. Aber dann, Sal, kannst du einen Moment warten? Was ist los, Yusei? Ich glaube, das Mädchen hat sich verlaufen. Hm? Hey, geht es dir gut? Der Name des Mädchens war Teru. Sai nahm ihre Hand und wir begannen Teru zum Zentrum für verlorene Kinder zu bringen. Du hast also deine Mutter verloren, aber du bist ein gutes Mädchen. Gut? Du weinst nicht, das können nicht alle Kinder. Welchen Fisch magst du, Teru? Der Batinomus Giganteus ist süß. Er ist süß? Das verstehe ich nicht. Er sieht ein bisschen mürrisch aus, aber er ist ziemlich süß. Warte, du verstehst es? Ich bin überrascht. Da ist Mami! Oh Gott sei Dank, du bist hier. Ich danke Ihnen vielmals. Gar kein Problem. Du kannst nicht einfach so verschwinden. Seien Sie nicht zu hart zu ihr. Teru hat uns ihren Namen gesagt und überhaupt nicht geweint. Das hat sie gut gemacht. Vielen Dank, Onkelchen. Keine Ursache. Bye-bye. Bye-bye. Und weg ist sie. Ja. Erinnerst du dich nicht? Das letzte Mal, als wir hier waren, habe ich mich auch verlaufen. Genau wie Teru. Ja, genau. Aber im Gegensatz zu Teru hast du dir die Augen ausgeheult. Ich war allein und hatte Angst. Du hattest eine ganze Menge Leute um dich herum. Und du hast sie wirklich beunruhigt, weil du nicht aufhören wolltest zu weinen. Und du bist wie verrückt herumgerannt, um mich zu suchen. Ich beruhigte mich, indem ich mich an deiner Schulter ausweinte und dein Hemd ganz nass machte. Echt? Ist dir das peinlich? Nein, ich habe es nur vergessen. Da hat es angefangen. Was? Ich erkannte dich als jemanden, der mich schätzt. Und da habe ich mich in dich verliebt. In diesem Moment hat sich mein Herzschlag in der Nähe von Sai zum ersten Mal leicht erhöht. Deshalb möchte ich, dass du mich bald zurückliebst. Nicht als deine Schwester, sondern als eine Frau. Und so endete mein Treffen mit Sai reibungslos. Am nächsten Tag hatte ich mein Date mit Nao. Wir haben ein Date und gehen in einen Anime-Laden? Du hattest ein typisches Date. Schickes Date mit deiner Schwester, was? Also gehe ich hin, wo ich will. Und ich dachte, es wäre gut, unsere gemeinsamen Interessen als Otaku auszunutzen. Schlechte Idee? Ich bin sehr erleichtert, ehrlich gesagt. Du hast einen Otaku wie mich völlig überrascht. Das ist gut. Yusei, hast du diesen Manga gelesen? Noch nicht, aber viele Leute haben darüber geredet. Ja, ich glaube, er würde dir gefallen. Dann kaufe ich die ganze Serie. Es ist toll, ein Otaku zu sein, wenn man eine Serie empfiehlt und jemanden dazu bringt, sie sofort zu kaufen. Verdammt, ein Double. Du hast nicht viel Glück, was? Welches willst du haben? Diese hier. Ist sie nicht aus diesem Liebeskomödienmanga, auf den du gerade stehst? Ja. Und sie steckt in der Friendzone mit dem Hauptcharakter? Das ist also die, die du magst, hm? Ich mag sie und die hier. Die da ist eine kleine Schwester, oder? Und eine Yandere. Verstehe. Was ist das für ein Blick in deinen Augen? Nichts, du hängst also zwischen diesen beiden. Verstehe. Lass mich sehen, was ich bekomme. Ach bitte, du kannst sie nicht einfach so ziehen. Du hast sie. Es ist sogar ihre geheime, seltene Version. Bitte gib sie mir. Soll ich? Bitte, Nao. Okay, gut. Hier, bitte sehr. Ja, ich werde gut drauf aufpassen. Das solltest du auch, für immer und ewig. Oh, hey, ich wusste nicht, dass das schon raus ist. Oh, ist das süß. Es ist auch toll, wie praktisch es ist. Aber sicher. Wie wär's, wenn ich dir eins besorge? Wie bitte? Als Gegenleistung für den Schlüsselbund und falls du ihn nicht brauchst. Ich will ihn. Nein, ich brauche ihn. Ich werde sehr gut darauf aufpassen. Hey, hier ist dein Tablet. Warum zeichnest du nicht was, Nao? Was soll ich zeichnen? Wie wäre es mit der Figur, die du aus der Kapselmaschine gezogen hast? Alles klar. Ja, du bist definitiv eine tolle Künstlerin. Meinst du? Ja, sehr. Ich liebe deine Zeichnungen. Sie haben etwas an sich. Und? Gut gemacht, Fräulein Nishitani. Boah, hör auf damit. Ein echter Künstler wird auftauchen, wenn du mich hier so nennst. Tut mir leid, das ist wirklich eine tolle Zeichnung. Schade, dass wir sie nicht speichern und mitnehmen können. Ist schon gut. Wenn du willst, zeichne ich dir irgendwann ein anderes.
Super. Du liebst meine Zeichnungen, was? Ich bin ein Fan, seit ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Das verdanke ich diesem Tag. Wie bitte? Dass ich vor anderen Leuten zeichnen konnte. Ich habe Manga schon immer geliebt und ich habe gerne gezeichnet. Aber in der Junior High wurde ich oft gemobbt, also habe ich angefangen, meine Kunst zu verstecken. Das wusste ich nicht. Das war damals ziemlich schlimm von mir, oder? Du hast mich wirklich überrascht. Es war kurz nach unserer Einschulung. Ich stieß mit einer Klassenkameradin zusammen, mit der ich noch nie gesprochen hatte. Und schlug ihr das Heft aus der Hand. Ich zitterte, als ich das Heft aufhob. Aber nicht vor Schmerz oder Wut. Ich zitterte vor Freude. Ich hatte das Heft aufgeschlagen und sah eine Zeichnung meiner damaligen Lieblingsfigur. Das ist... Wahnsinn! Hä? Huh? Das ist großartig! Das ist so gut gezeichnet! Hast du das gemacht? Bist du ein Profi? Nein! Gibt es noch mehr? Ich möchte sie sehen. Wie ist das hier? Wow, sie ist so süß! Das Mädchen, von dessen Zeichnungen ich nicht aufhören konnte zu schwärmen, war meine jetzt gute Freundin Nao Nishitani. Das ist alles nur, weil du meine Zeichnungen an dem Tag gelobt hast. Und du hast mir gesagt, dass du sie liebst. Deinetwegen konnte ich stolz auf meine Kunst sein. Ich habe sie aber nicht gelobt, weil ich eine Gegenleistung erwartet hätte. Ich habe einfach meinen ehrlichen Gefühlen freien Lauf gelassen. Tja, habe ich dein Herz höher schlagen lassen? Vielleicht nur ein bisschen? Das nenne ich einen Sieg. Und so endete mein Date mit Nao reibungslos. Es ist an der Zeit zu sehen, wer von uns beiden den Kampf um die Liebe gewonnen hat. Und es soll keine Beschwerden geben, egal wer von uns gewählt wird. Ich werde sowieso gewinnen. Bist du dir sicher? Die Chance steht gut, dass ein Otaku sich in seine Otaku-Freundin verliebt. Oh, nun ich stehe auch auf Anime. Du kannst dich nicht nur deswegen einfach so als Otaku bezeichnen. Hey Mädels. Was denn? Was ist los? Vergiss das. Ja. Es ist Zeit zu wählen. Bitte wähle mich, Yusei. Yusei, du willst mich, nicht wahr? Was das angeht, ich bin wirklich glücklich, dass ihr beide Gefühle für mich habt. Ihr seid beide so schön, dass ein Mann nicht glücklicher sein könnte. Aber es tut mir leid, ich kann mich nicht für einen von euch entscheiden. Was meinst du? Ist eine dritte Frau aufgetaucht, mit der du dich verstehst? Unmöglich, auf diese Möglichkeit haben wir uns nicht vorbereitet. Nein, ich war nur kürzlich auf einem Liebeskomödientrip. Was? Ich habe mich nur für eine Freundin interessiert wegen diesem Liebeskomödien-Manga, den ich wirklich geliebt habe. Ich stehe jetzt auf einen anderen Manga, also bin ich nicht mehr wirklich auf der Suche nach einer Freundin. Jetzt ist ganz klar die Zeit für Battle-Action-Manga. Du meinst doch nicht etwa... Ja, es ist der Manga, den du mir empfohlen hast, Nao. Der ist ziemlich interessant. Ugh, ein Otaku, der so schnell seine Interessen wechselt. Du willst also keine Freundin mehr haben. Richtig. Nachdem ich endlich den Mut hatte, dich auch um ein Date zu fragen. Ja, aber das ist typisch Yusei. Es tut mir leid. Lass uns weiter befreundet sein, wie wir es schon immer waren. Dass ich kein Interesse mehr an einer Freundin habe, ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte ist, dass ich Angst hatte, meine Schwester oder meinen besten Freund dabei zu verlieren. Wirklich, ich hatte zu viel Angst, um mich zu entscheiden. Es ist lame, ich weiß. Dann werde ich mich wohl zurückhalten, wie auch immer. Ich verstehe, wie du dich fühlst, aber... Hä? Ich hoffe immer noch, dass du mich eines Tages als deine Geliebte ansiehst, nicht nur als deine Stiefschwester. Und ich hoffe, dass du mich eines Tages zu deiner Freundin machst, nicht zu deiner Freundin. Bitte habt Gnade. Da sie wissen, wie ich mich fühle und wie unbeholfen ich bin, lächelten sie beide freundlich. Ich glaube, diese Liebesgeschichte ist noch lange nicht zu Ende. Ich habe ein bisschen Schiss, bin aber auch überglücklich. Zum ersten Mal habe ich mich verliebt. Ich war schon vorher mit Mädels auf Dates, aber das war auch schon alles. Rückblickend war das erste Mal, dass ich so stark für jemanden empfunden habe. Ja? Früher war es so einfach, Mädels nach ihren Telefonnummern zu fragen. Ich hab nicht einmal mit der Wimper gezuckt. Aber bei ihr bekam ich sogar Herzflimmern, nur bei der Frage nach ihrem Namen. Meine Kehle war trocken und meine Gedanken waren leer. Sie war das einzige Mädchen auf der Welt, das meine volle Aufmerksamkeit beanspruchte.
Geht es Ihnen gut? Ihr Gesicht ist knallrot. Mir geht es gut. Wie heißen Sie, wenn ich fragen darf? Wie ich heiße? Ja, wenn es Ihnen recht ist. Mein Name? Genau. Ich bin Haru Hirayama. Haru Hirayama. Frühling. Das passt zu Ihnen, finde ich. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Übrigens, mein Name ist Takuma Kawai. Danach verging ein halbes Jahr. Verstanden, Takuma? Ja. Du musst entschlossen bleiben, wenn es um Hirayama geht. Trau dich einfach mal. Aber... Kein Aber. Was bist du, ein kleines Kind? Jeder weiß, dass du sie liebst. Und nicht nur wir, sogar die Leute von der anderen Firma wissen, dass du auf sie stehst. Im Ernst? Es ist so offensichtlich, so wie du dich verhältst. Wie auch immer, unsere Firma hat heute ein Treffen mit den Leuten von der T-Corporation. Also eigentlich wollen wir die zwei Turteltauben dazu bringen, sich mal zu unterhalten. Wenn du Turteltäubchen sagst... Offensichtlich spreche ich von Hirayama und dir. Sie ist sehr beliebt, weißt du? Ja, das macht Sinn. Sie ist ja auch das süßeste Mädel der Welt. Das stimmt nicht. Meine Frau ist die süßeste auf der ganzen Welt. Das hat einen schönen Klang. Wie auch immer. Mach dich besser bereit. Du meinst, es ihr zu sagen? Du bist wirklich noch ein Kind. Nein, ich spreche auf einer Erwachsenenebene. Ich habe ein wenig nachgeforscht und die glückliche Dame scheint auf der Suche nach einem Partner zu sein. Geh und hol sie dir. Hier drüben. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Darf ich mich neben Sie setzen? Bitte. Danke. Komm schon, Takuma. Setz dich neben Hirayama. Richtig. Schönen Tag. Hab ich was Lustiges gesagt? Es ist bereits Nacht. Oh, du hast recht. Ich fühle mich nur immer so fröhlich und sonnig, wenn ich dich sehe. Verstehst du? Das ist aber eigenartig, sowas zu sagen. Ja, ich schätze, das ist es. Vielleicht bin ich nur aufgeregt oder so. Ich verstehe das schon. Wie auch immer, dann setze ich mich mal hin. Gehört ganz dir. Wir haben kaum angefangen und Sie haben schon gute Laune. Auf jeden Fall. Lass uns Bier bestellen. Mir gefällt, wie du denkst. Ich bin eben ein Shoujo-Manga-Fan. Oh, ich kann es kaum erwarten. Das wird spannend. Prost. Prost. Ah, schmeckt genau richtig. Takuma, willst du etwas Salat? Hier. Oh, danke schön. Gibt es irgendetwas, was du nicht magst? Tomaten... eigentlich... nein. Alles gut. Du magst keine Tomaten, hm? So wie ein kleines Kind. Gibt es etwas, was du nicht magst, Haru? Ich mag Tomaten auch nicht wirklich. Ach ja? Wie nennst du dann ein kleines Kind? Na schön, du hast mich erwischt. Und so begann der Abend mit einer guten Stimmung. Haru und ich unterhielten uns sehr intensiv. Mir war bewusst, dass unsere Arbeitskollegen uns beobachten, aber das interessierte mich nur am Anfang. Es dauerte nicht lange, bis ich an nichts anderes mehr dachte als an Haru. Ich trank weiter und sie auch. Takuma, bist du ein starker Trinker? Ja, bin ich. Dann hier. Was ist mit dir? Ich auch. Dann bitteschön. Das macht echt Spaß. Das macht es wirklich. Und der Spaß ging weiter. Hör zu, das ist deine Chance, einen Move zu machen. Du bist kein Mann, wenn du nicht durchziehst. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ja, ich weiß. Blamier sie aber auch nicht. Verstanden. Alles klar. Du schaffst das. Hä? Wo ist Takuma? Schon okay. Er wird bald hier sein. Wirklich? Ja. Nur um sicher zu gehen. Du trägst passende Klamotten, oder? Oberteil und Unterteil? Na klar! Warte mal, wovon sprichst du? Du schaffst das schon. Okay. Bis dann, Takuma. Pass auf sie auf. Verstanden. Gute Nacht, Haru. Komm gut nach Hause. Das werde ich. Dann lass uns gehen. Ja.
Also, wo ist dein... Hey, Takuma? Was ist? Willst du nicht noch ein bisschen trinken? Ich hab Lust auf mehr. Ich würde mich freuen, wenn du dich mir anschließen würdest. Ja klar, ich trinke so viele Drinks mit dir, wie du willst. Und so ging unser Spaß noch länger. Bist du jetzt wach? Takuma? Ja, ich bin da. Wo? Das ist meine Wohnung, nur damit das klar ist. Ich hab dich nicht hergeschleppt, du hast darum gebeten, herzukommen. Hab ich? Hä? Heißt das also, du und ich? Erinnerst du dich, was letzte Nacht passiert ist? Nein, ich erinnere mich nicht. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob das schlecht oder gut ist. Wie meinst du das? Lass mich zunächst erstmal klarstellen, dass ich dir nichts angetan habe. Nun, vielleicht wäre, ich konnte nichts tun, genauer. Du bist immer noch angezogen wie gestern Abend, siehst du? Du hast recht. Habe ich wieder geweint? Schon wieder? Ist das schon mal passiert? So peinlich es auch ist, ja. Ich verstehe. Nun ja, als dich die Stimmung eingeholt hat, hast du untröstlich geweint. Und ich habe mich ziemlich schuldig gefühlt. Nachdem du dich wieder beruhigt hast, bist du sofort eingeschlafen. Es tut mir so leid. Du hast so sehr geschluchzt, dass ich mich fragte, ob ich etwas falsch gemacht habe. Magst du mich nicht? Nein, so ist es nicht. Kannst du mir dann sagen, warum? Ich hatte noch nie ein... Hä? Versprichst du, dass du nicht lachen wirst? Natürlich werde ich nicht lachen. Ich hatte... noch nie einen festen Freund. Wirklich? Ja, wirklich. Ich war auf einer reinen Mädchenschule und als ich an die Uni kam, wusste ich nicht, wie man auf Jungs zugeht. Das war wirklich beängstigend für mich. Aber ich wollte einen Freund haben, also habe ich alles Mögliche versucht. Und dann habe ich versucht, mit Hilfe des Alkohols das auszugleichen, was mir noch gefehlt hat. Aber wenn ich zu viel getrunken habe, habe ich mich immer in ein heulendes Wrack verwandelt und keiner wollte mit mir ausgehen. Das ist also schon mal passiert? Ja. Ich glaube, du irrst dich aber in einer Sache. Worin denn? Ich bin vermutlich nicht der Richtige, um über sowas zu sprechen, aber du brauchst echt nichts zu überstürzen. Du kannst dir echt Zeit lassen mit den Beziehungen. Mag sein. Denk einfach darüber nach. Okay. Es gibt definitiv Typen, die dich zwingen würden, mit ihnen auszugehen. Würde ich mich so verhalten, dann wäre ich der absolute Abschaum. Das Mädchen wäre vermutlich für immer davon gezeichnet. Aber... Kein Aber. Bitte, lass mich das sagen. Du bist definitiv nicht so, oder, Takuma? Wer weiß, ich habe mich vielleicht dieses Mal zurückgehalten. Aber was passiert nächstes Mal? Du hast dich zurückgehalten? Natürlich habe ich das, weil ich dich mag. Entschuldige, wenn ich Vermutungen anstelle, aber ich halte dich für einen guten Menschen. Immerhin warst du noch neben mir, als ich aufgewacht bin. Du bist der Erste, der das getan hat. Du bist auch der Erste, der mich wegen meiner Bedenken mal ausgeschimpft hat. Mann, verdammt, Haru. Ja? Ich mag dich wirklich. Gehst du mit mir aus? Sehr gerne. Dann? Aber ich kann nicht. Es tut mir leid. Warum nicht? Selbst wenn wir zusammen wären, wäre ich wahrscheinlich nicht so schnell bereit. Ich denke, du wärst gezwungen, weiter auf mich zu warten. Damit habe ich kein Problem. Ich werde warten, bis du bereit bist, Haru. Wenn es sein muss, warte ich auch ewig. Es wäre nur etwa ein Jahr. Ein Jahr ist in Ordnung. Es könnten sogar 5 oder 10 Jahre sein und es wäre in Ordnung. Können Kerle wirklich so lange warten? Ich schon. Also bitte geh nicht trinken und weine für andere. Sonst wäre ich wirklich sehr traurig. Also gut. Wenn es dir wirklich nichts ausmacht? Sagst du etwa... Wir sind ab heute offiziell ein Pärchen. Ist das okay? Perfekt. Danke, Haru. Danach sind wir auf viele Dates gegangen. Haru, hier drüben. Entschuldige, hast du lange gewartet?
Passt schon, warten gehört dazu. Nicht fair, dann muss ich das nächste Mal früher kommen. Wollen wir? Ja, gerne. Danke für die Einladung ins Kino. Nicht doch, ich wusste gar nicht, dass du die Reihe verfolgst. Magst du den Anime? Ich liebe ihn. Ich hab dich unterschätzt. Ich besitze die Blu-ray-Box und hab die schon mindestens 10-mal angeschaut. Wirklich? Ich hab's nur 5-mal gesehen. Wow! Sieht aus, als wäre ich der Gewinner. Ich würde wirklich gerne diese Postkarte haben. Mein Lieblingscharakter ist da drauf. Die Figur ist aber ein Mädchen. Hä? Spielt das eine Rolle? Sie ist so süß und sie arbeitet so hart. Ja, du hast recht. Es spielt keine Rolle. Kann ich sie haben? Wenn es in Ordnung ist? Ja, klar. Hier. Juhu! Ich gehe und hol uns Getränke. Dann hol ich das Popcorn. Als der Film zu Ende ging, hörte ich das Mädchen neben mir schniefen. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass Haru Tränen über das Gesicht liefen. Die Spur, die Harus Tränen hinterließen, glitzerte in dem schwachen Licht. Das schönste Mädchen der Welt saß direkt neben mir. Als sie mich beim Starren erwischte, war sie direkt beschämt. In diesem Moment wurde das schönste Mädchen noch schöner. Ihr Lächeln ist auch das schönste der Welt. Das war unglaublich! Alles, was ich mir erhofft hatte zu sehen, war im Film. Ich möchte ihn noch einmal sehen, wenn sie das Geschenk für die Besucher ändern. Du solltest mit mir kommen. Ich hab dich während des Films beim Weinen erwischt. Es war echt peinlich, als du mich angeschaut hast. Mehr als das, es war unhöflich. Du solltest dir den Film ansehen, wenn du im Kino bist. Aber du bist so hübsch. Ich liebe es, dich anzuschauen. Du bekommst keine Bonuspunkte, wenn du dich einschleimst. Aber es ist doch wahr. Ich hätte nie gedacht, dass du Mädels so gut Komplimente geben kannst. Was meinst du? Als wir uns das erste Mal trafen, warst du so nervös, dass du kaum nach meinem Namen fragen konntest, nicht? Da habe ich mich gefragt, ob du vielleicht so bist wie ich. Also so, als ob du jemanden gefunden hättest, der dich verstehen könnte? Sowas in der Art. Nun, ich kann nicht sagen, dass ich so viele Beziehungen hatte, aber wahrscheinlich mehr als die meisten. Verstehe. Ist das etwas schlimm? Ich wünschte, ich wäre deine Erste gewesen. Aber andererseits bin ich froh, dass du die Führung bei Dates und anderen Dingen übernehmen kannst. Das freut mich zu hören. Oh, aber es gibt da eine Sache. Was denn? Du bist das erste Mädchen, in das ich mich wirklich verliebt habe. Und das erste Mädchen, das ich jemals um ein Date gebeten habe. Wirklich? Ja. Ich bin wirklich froh, das zu hören. Wollen wir loslegen? Ich habe uns eine Reservierung bei einem wirklich netten italienischen Restaurant besorgt. Klingt toll. Aber du bist sparsam mit dem Wein. Na gut. Das sind die Dates, auf denen wir waren. Ist das dein Ernst? Was soll das heißen? All diese Verabredungen und kein einziger Kuss? Ich schätze nicht, aber ich habe es dir versprochen. Außerdem bin ich super glücklich. Du weißt schon, diese Art von Dates. Meinst du das ernst, Haru? Wie meinst du das? Und ihr habt euch immer noch nicht geküsst? Nein, aber er hat versprochen, dass er wartet. Außerdem bin ich auch ohne Küssen und so glücklich. Ist das wirklich gesund für dich? Ihr seid beide erwachsen, weißt du? Was ist falsch daran, wenn wir beide mit unserer aktuellen Beziehung zufrieden sind? Okay, aber wo bleibt da die ganze Action? Hey, es ist unhöflich, es so zu sagen. Bist du sicher, dass es dir damit gut geht? Ihr seid beide erwachsen, weißt du? Ja, und? Takuma und ich sind im Moment sehr glücklich miteinander. Ich schätze schon, aber das sind doch nur Kindergarten-Dates. Was soll das denn heißen? Bist du sicher, dass es dir gut geht? Du gehst endlich mit der Liebe deines Lebens aus. Macht es dir nichts aus, nicht mal etwas hitziger zu werden? Sicher, manchmal ist es hart, aber ich will erst sicher sein, dass ich Haru lächeln sehen kann. Das zeigt, dass du ein Mann mit gutem, nein, einem großen Charakter bist. Machst du dich über mich lustig? Das ist ein Kompliment. Ich könnte nicht tun, was du tust. Wie auch immer, wie ich schon sagte, wir sind zufrieden damit, wie die Dinge momentan stehen. Wir haben versprochen, dass wir es mit unserer Beziehung langsam angehen lassen. Zumindest habe ich das so empfunden.
sicher, dass das nicht zu hart für Takuma ist? Ich habe gehört, dass es sehr schmerzhaft für einen Mann ist, mit der Frau auszugehen, die er liebt, aber es nicht mit ihr tun zu können. Was? Ist das wirklich wahr? Du solltest vielleicht erkennen, wie sehr er dich verwöhnt. Sonst könnte es sein, dass er dich abserviert. Egal, wie oft er sagt, dass er Hals über Kopf in dich verliebt ist. Mich abserviert? Bevor das passiert... Haru, geht's dir gut? Du bist so blass. Ich fühle mich nicht gut. Oh nein. Warum machst du nicht mal eine Pause? Ich komme schon gut alleine zurecht. Ich danke dir. Ich sollte für ihren Rat dankbar sein. Aber in diesem Moment spielte Takuma, der mir sagte, dass er ewig warten würde, in meinem Kopf auf Wiederholung. Wahrscheinlich werde ich von ihm verwöhnt. Hey Haru, ich bin gerade fertig mit Arbeiten. Ich habe mich gefragt, ob du heute Abend mit mir essen gehen möchtest. Haru? Hörst du mich? Tut mir leid, aber ich fühle mich nicht gut. Haru, weinst du etwa? Woher weißt du das? Weil ich dein Freund bin, deshalb. Wo bist du jetzt gerade? Ich werde zu dir kommen. Bitte tu das nicht. Warum nicht? Hör auf, so nett zu mir zu sein. Und so rannte ich. Zu ihrer Firma, zu ihrer Wohnung, zu Orten, an denen wir zusammen waren. Ich suchte nach ihr. Meine Lunge, meine Beine, mein ganzer Körper schrie vor Schmerz. Aber mein Herz schmerzte noch mehr, als das Weinen von Haru in meinen Ohren widerhallte. Bitte. Bitte weine nicht allein. Wenn sie schon weinen musste, dann in meinen Armen. Wie sollte ich sonst ihre Tränen wegwischen können? Haru, Gott sei Dank, ich hab dich gefunden. Takuma? Sieht so aus, als hätte ich unser Versteckspiel gewonnen. Was machst du hier? Ich bin zu dir gekommen, genau wie ich es dir gesagt habe. Auch wenn es länger gedauert hat als erwartet. Entschuldige bitte. Was soll das heißen, warum? Ich hab dich die ganze Zeit warten lassen, während ich nur genommen und genommen habe. Du bist immer so nett. Sag mir, wirst du mich eines Tages hassen? Haru! Ich hab heute mit einer Arbeitskollegin gesprochen. Sie sagte, dass ich dich nur dazu bringen würde, dich einzuschränken für mich. Dass ich verwöhnt bin und dass du irgendwann genug von mir hast. Und ich glaube, sie hat recht. Aber ich habe trotzdem Angst. Ich habe vor so vielem Angst, als ob ich ein Kind wäre. Wenn wir weiter zusammenbleiben, befürchte ich, dass du weiterhin auf mich warten musst. Aber was mir wirklich Angst gemacht hat, war, als sie sagte, dass du mich verlassen könntest. Allein der Gedanke daran tat so weh, dass ich anfing zu weinen. Was fühle ich im Moment? Ich weiß nicht, was das ist. Es macht mir Angst. Haru. Bitte sei mir deswegen nicht böse. Ich bin wirklich froh, dass du mir das erzählt hast. Du bist glücklich? Ja, das bin ich. Denn das zeigt mir, dass du mich wirklich liebst. Ich werde nie aufhören, dich zu lieben. Weil ich dich so sehr liebe. Ich hab's dir doch gesagt, oder nicht? Ich hab dir gesagt, dass ich auf dich warten werde. Und ich meine es ernst. Also verlass dich bitte darauf. Bitte mach mich nicht zu einem Lügner. Und wenn du wirklich wissen willst, warum ich so nett zu dir bin... Ja? Weil ich ein Motiv habe. Ich liebe dich. Also will ich, dass du mich auch liebst. Deshalb bin ich so nett. Ich liebe dich. Also bist du wertvoll für mich. Du hast keinen Grund zu glauben, dass du mir etwas schuldest. Kann ich so nett sein wie du? Kann ich dich auch so sehr lieben? Ich möchte mehr für dich tun. Ich möchte dich auch wertschätzen. Natürlich kannst du das. Du bist so lieb und schön, wenn du um mich weinst. Wirklich? Dann ist es ja in Ordnung. Um ehrlich zu sein, würde ich dich gerne hier und jetzt küssen. Aber ich werde mein Versprechen halten. Aber wann immer dein Herz sich bereit fühlt... Wenn diese Zeit gekommen ist, werde ich diejenige sein, die dich küsst. Ich freue mich schon darauf. Mach dir keine Sorgen. Ich denke, dieser Zeitpunkt wird schneller kommen, als du denkst. Ehe wir uns versahen, begannen die Kirschblüten zu blühen. Der Frühling war schon da. Es gefällt mir nicht, dass ich mit Takuma komme.
Ich auch nicht. Das macht mich wahnsinnig. Hört auf damit. Ich bin derjenige, der das hier am wenigsten genießt. Siehst du? Sie glotzen schon wieder. Glotz nicht zurück und komm damit klar. Was hat Takuma überhaupt getan? Er? Letztes Jahr hat er sich so sehr an die beliebteste Empfangsdame des Unternehmens rangemacht, dass sie gekündigt hat. Wow, das ist echt furchtbar. Ich bin nicht der Böse. Aber es ist die Wahrheit. Siehst du ihn hier? Der Beweis ist so richtig am Glitzern. Oh, das meintest du also damit, dass sie gekündigt hat? Das erklärt die bösen Blicke. Okay, genug mit dem Geplänkel. Und los geht's. Hey, was starrst du denn so ins Leere? Deine geliebte Frau arbeitet hier nicht mehr. Und wie lange willst du mich noch damit ärgern? Bis ich keine Lust mehr habe. Du bist der Schlimmste. Aber Mann, ich will auch heiraten. Wie hast du dir ihre geliebte Empfangsdame geangelt? Sag mir, wie du das gemacht hast. Er hat sie nach einer Saufparty mit nach Hause genommen. Nur, dass er sie mit nach Hause nahm und nichts getan hat. Kannst du das fassen? Im Ernst? Es ist in Ordnung. Wir sind beide gerade sehr glücklich. Oh, das ist der Duft von Kirschblüten, der in der Luft liegt. Versuchst du das Thema zu wechseln? Ja, der Frühling ist für uns gekommen. Und er kam viel früher als erwartet. Es brauchte überhaupt nicht 5 oder 10 Jahre, bis Haru und ich in unserer Beziehung mit Sonnenlicht überschüttet worden wären.